Weil ich auf Nuketown einfach keinen Bock habe. Raus da und denn gewinnen. Jedes Mal, wenn du das hier spielst, kriegst du aufs Maul. Ja, guckt euch mal an, diese Teile hier, die stehen so im Weg. Ich will mir solche geskillten Typen gern mal anschauen. Warum bin ich da wohl gerade so reglos stehen geblieben? Weil man in solchen Situationen eh immer erschossen wird. Also kann man auch ruhig chillen und da stehen bleiben. Da, guck mal, ich bin nur vorbeigelaufen. Krieg ich direkt einen Hit? Oh yeah. Bedrohung neutralisiert. Bedrohung neutralisiert. Können Sie, sag mal, wieso müssen die Typen so labern? Legt da irgendeiner Wert drauf? Komm schon, mach weiter so. Nachladen. Töten, 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 springen, laufen. Laufen, schießen, schießen, laufen. Granate werfen. Yo, auf jeden Fall. So eine bekloppte Scheiße hier. Das ist eine Wichskarte, Mann. Und dann spielst du immer noch mit Leuten zusammen, mit denen du grundsätzlich verlierst. Dann kannst du die Uhr nachstellen. Achtung, feindlicher Blitzschlag gesichtet. Batsch, Alter, dann sicher erwischt er einen. Wenn ich jetzt zünde, dann erwischt es niemanden, weißt du? Aber er ist ja auf dem Gegnerteam. Leute aus dem Gegnerteam sind doch viel besser, Jungs. Ohne Spaß. Feindlicher Hellstorm über uns. Wie mich das jetzt nicht treffen konnte, frage ich mich allen Ernstes. Seraph ausgeschaltet. Kommando, Nomad erbittet Drohne. Eine Drohne fürs Team freigespielt. Das nicht vorhandene. Ach, guck mal, wie schön er sich an die Eier fest, wenn er erschossen wird. Oh, oh, ist noch alles dran. Es sind alle Eier noch da, wo sie sind, wo sie sein sollen. Ja. Geil. Einfach chillen. Das ist den Ärger und die Wut, die man dann empfindet, nicht wert. Bestätigt. Ja, guck mal, ist das nicht schön? Bestätigt. Bestätigt. Ach, ist das nicht wunderschön? Ich meine, wirklich. Man hat ja letztens gesehen, wie sehr Activision auf ihre Spieler, auf ihre Community Wert legt. Nämlich einen Scheißdreck, ja. Einen absoluten Scheißdreck. Für die sind ist ihre Community noch nichts weiter als eine hirnlose Maschine, die für random Loot echt Geld dalässt. Dass die auf Wunsch der Community kein Vergangenheitsshooter, sondern in Echtzeit hier so einen futuristischen Scheiß schon wiedergebracht haben, obwohl alle die Schnauze voll davon haben. Zeigt mir ganz eindeutig. Boah, guck mal hier. Ein Pro-Gamer. Das ist eine herbe Enttäuschung. Während ich es hinauszögere. Dass mein Team noch die Chance hat, ihn zu erledigen. Lassen Sie sich lieber vom Gegner abknallen. So wie immer. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Neutralisiert.
Granaten, Granaten und da kommt gleich mein nächstes Opfer. Okay. Was machst du denn da? Vorräte in Bereitschaft. Ich wollte eine Drohne haben. Granate! Kommando, Drohne benötigt. Abschuss. Wir sind mit unseren Zielen gerichtet. Ja. Bereithalten für eine neue Aufgabe. Steige aus. Und da sehen wir warum. Und da sehen wir warum. Und da sehen wir warum. Ich weiß nicht, wie man auf den Gegner schießt, ich bin behindert. Du hättest eh nicht überlebt. Oh, guck mal, jetzt kommt die Geste des Jahrhunderts. Oh, oh. Was ist denn da passiert? Ja, Und guck mal, die hatten auch zwei solche Armleuchter. Warum alle diese Karte spielen wollen, Alter. Nuketown, so eine Drecksmap, Mann. Gut, dass die jedes Mal wieder zerstört wird. Bullshit.